Die Nachricht von der Entdeckung der neuen Welt ging wie ein Lauffeuer durch Europa. Größte Freude aber löste sie in Spanien aus, denn wiederum galt es, für Kreuz und Krone zu kämpfen, das Christentum zu verbreiten, kurzum das Leben eines Caballero zu führen. Im Januar desselben Jahres 1492 war Granada gefallen, die letzte Bastion der Araber auf spanischem Boden. Fast 800 Jahre islamischer Herrschaft waren damit zu Ende gegangen. Die geschlagenen Mauren mussten vor den christlichen Siegern in die Knie. Europa jubelte. In Paris tanzte man auf den Straßen. Rom feierte mit Stierkämpfen. In London zelebrierte man ein Te Deum in der St. Paul's Kathedrale. Aber bei aller Begeisterung, da wo die Schlacht geschlagen, der Sieg errungen war, da herrschte bald Ratlosigkeit. Viele der ehemaligen Krieger standen über Nacht vor dem materiellen Nichts. Hier beginnt der Film, den der englische Regisseur Ridley Scott über Christopher Columbus drehte. In der Tat ist ohne diese Vorgeschichte nicht zu verstehen, was alles geschah während der Eroberung Amerikas. In 50 Jahren hat sich die Welt verändert und dies war vor allem das Werk von Männern aus der Extremadura. Helden und Habenichtse, Schurken, Abenteurer und Christen, die zum Teil unfreiwillig auch zu Urhebern des größten Völkermordes in der Geschichte der Menschheit wurden. Wir waren am Puerto de Pico verabredet, wo sie aus der Sierra de Gredos herunterkommen mussten. Eisige Böen fegten über den Pass. Dicht an dicht kam das schwarze Avila-Vieh über die alte Römerstraße, die einst diese extrem westliche Region des Imperiums mit Rom verband. Der Sturm wirbelte die trockene Erde hoch. Ich spürte den Sand im Mund, in den Augen, in den Haaren. Weiter unten schwächte der Wind ab. Wenn die Sonne gelegentlich durch die Wolken drang, wurde es sogar warm. Sie machten Pause. Und wir wurden eingeladen, mitzuessen. Aus den Säcken und Plastiktüten holten sie große Brotlaibe, Schinken, Wurst und Käse. Und natürlich den Wein. Der Chef des Unternehmens war Kiko, 58 Jahre alt. Casimiro, auch El Pequeño, der Kleine genannt, 52, ist unübersehbar zweiter Mann in der Hierarchie. Amable, zu Deutsch der Liebenswürdige, ist der Neue und der Jüngste der Truppe, 26. Desiderio, genannt Desi, 43. Es herrschte Unruhe. Beim Aufstieg zum Pass waren sie in ein Schneegestöber geraten. Ob vielleicht ein Tier verloren gegangen war?
aber sie beschlossen, erst abends zu zählen, denn sonst würden wir diese Nacht unter den Sternen schlafen, wie sie sagten. Und das wollten sie uns am ersten Tag ersparen. 5 von mehr als 30 Tagen, die ihre Reise dauert, waren wir mit den letzten spanischen Halbnomaden unterwegs, gingen durch ihr ruppiges, vom Wind durchkämmtes Land. Im Frühsommer treiben sie das Vieh der Großgrundbesitzer auf den uralten Wanderwegen der Transumancia in die Berge, im Winter zurück auf die kargen Weiden der Extremadura. Acht Jahrhunderte Krieg um den wahren Glauben haben Land und Mensch geprägt. Ganz oben in strategisch wichtiger Position, in den Festungen und Burgen, die Ordensritter und der Landadel, die treibenden Kräfte der Reconquista. Für treue Waffendienste wurden sie mit immensen Ländereien belohnt, denn anderes als Land und Titel hatten die katholischen Könige nicht zu vergeben. Das Gold aus Amerika kam erst später. Unten der Stand der Bauern und Handwerker. Aber mit Fleiß und der eigenen Hände Arbeit hat es noch keiner zu etwas gebracht. Reichtümer werden anders gewonnen. Davon sind Kiko und Co. überzeugt. Vom Krieg, von Plünderung und Erpressung zu leben, vertrug sich ohne Schwierigkeit mit dem strikten Ehrkodex der Caballeros, schrieb der englische Historiker J.H. Eliot. So zu sein wie sie, mutig und stark, geschickt mit den Waffen, ein Mann, der Ehre im Leib hat und für den Kampf lebt, das war das höchste Ideal der Zeit. Wir ziehen durch aussterbende Dörfer. Fast 1 Million Menschen, mehr als die Hälfte der Gesamtbevölkerung, haben die Extremadura in den 60er Jahren dieses Jahrhunderts verlassen. Eine Emigrationswelle vergleichbar jener von vor 500 Jahren. Denn heute, wie damals, exportiert diese Region mehr Menschen als Produkte. Am Rande des Dorfes ist unser Lagerplatz für diese Nacht. Aber erst kommt der Zählappell. 253 Kühe und Kälber sind auf diesem Viehtrieb. Und jeder einzelne hat ihren Namen, viele einen Kosenamen, wie Püppchen, Trompete, Keks oder Schecke. Die Tiere sind scheu, lassen sich nur schwer an dem von Casimiro und Kiko gebildeten Kontrollposten vorbeitreiben. Und es kommt, wie es kommen musste. Eine Kuh fehlt. Casimiro, den Pequeño, trifft es, zurückzureiten. Nach 8 Stunden Fußmarsch noch einmal in den Sattel. Reisen in der Extremadura heißt immer einen Sprung zurück tun. Zurück in die Geschichte. Cáceres, die Tore, die Zinnen, die Wehrgänge, alles Kampf, alles Verteidigung, übrig geblieben aus der Zeit der Reconquista. Die Altstadt, umgeben von Mauern, eingeschlossen von 12 Türmen. Innen auf einmal prunkvolle Kirchen und Adelshäuser, übrig geblieben aus den Jahren, als die Region unverhofft zu Wohlstand gelangt war.
Wir hatten mehrfach angerufen, um den Termin des Besuches abzustimmen. Immer erhielten wir die gleiche freundliche Antwort. Ja, kommen Sie, wir sind da. Ja, ja, kommen Sie, Sie werden erwartet. Wir sind im Palacio de los Golfines de Arriba. Er gehört heute der Marquesa de Espinardo, die sich uns mit ihrem Vornamen Mercedes vorgestellt hat. Eine moderne junge Frau. Das ist das Speisezimmer des Hauses. Da hängt eine Lampe, die für diese Gegend typisch ist. Eine alte Petroleumlampe wurde mit etwas mehr Licht versehen. Die Bilder sind holländische Schule. Sie spricht über die Bilder, das Mobiliar und die Mühen, die es macht, das alte Haus zu unterhalten. Und erläutert uns dann den Stammbaum. Hier haben wir den Stammbaum der Familie Carvajal, verwandt mit dem Kaiser Moctezuma durch den Kapitän des Cortés, Juan Caña de Saavedra. Er hat die Tochter Moctezumas geheiratet, Isabel. Seine Nachfahren kommen nach Cáceres. Mercedes und ihr Mann wollen ein Restaurant aufmachen in einem Flügel des Hauses, um es zu nutzen. Hier, das mag Sie interessieren. Hier haben wir eine ganze Kollektion von Stichen über die Conquista. Das ist Kolumbus am 3. August 1492 bei der Abreise aus Puerto de Palos. Cáceres, Medellín, Trujillo. Überall Paläste, Zierat, Embleme. Erbaut wurden sie in den großen Tagen der Conquista. Bezahlt mit dem Gold der neuen Welt. Über dem Balkon des Palacio de la Conquista, dem Haus der Pizarros, unübersehbar das prunkvolle Familienwappen. Auf dem Giebel die Büsten der Angehörigen. Im Wappen Karavellen und Indios, die mit eisernen Ketten aneinander geschmiedet sind. Pizarro, der berühmteste der 56 Conquistadoren aus Trujillo, zählte zu den reichsten der Reichen. Eine Bilderbuchkarriere. Kaiser Karl V. ernannte den unehelichen Sohn eines kleinen Viehzüchters zum Generalkapitän und Gouverneur von Peru. Für 200 Peseten, etwas mehr als 3 Mark, bekommt der Tourist eine Privatführung durch den unmöblierten, vernachlässigten Palast. Man könnte meinen, die Geschichte habe einen Kreis geschlagen. Wieder fehlen den Pizarros die Ländereien, das Vieh, die Tagelöhner, um als Caballeros zu leben. Und der märchenhafte Goldschatz ist ihnen unter den Händen zerronnen. Hier sehen wir den Puma, das heilige Tier der Inkas. Und hier ein Abbild des Kaiseradlers von Peru, der berühmte Kondor. Die Attraktion der Führung ist der Gang auf den Balkon, die Fassade. Und jetzt zeige ich Ihnen noch den berühmten Eckbalkon. Hinter der ersten Säule, die Sie rechts sehen, finden wir das Abbild der Inka-Prinzessin Doña Inés und darüber ihren Gatten Francisco Pizarro mit einer Krone auf dem Kopf. Hier links seine Tochter, die noble Doña Francisca, mit Hut. Pizarro soll ein Schweinehirt gewesen sein. Es heißt, er habe die Flucht ergriffen, als ihm einige Tiere verloren gegangen waren, aus Angst vor dem Patron. Da suchte er sein Glück in den Indien und fand es auch. Die von ihm Entdeckten hingegen verfluchen ihn noch heute. Und der große Pablo Neruda beschimpft ihn als das grausame Vieh aus der Extremadura.
Casimiro hat die verlorene Kuh entdeckt. Zurückbringen konnte er sie nicht. Aber er weiß, wo sie ist, dass sie in einer anderen Herde steht. Also, sie ist zurückgegangen. Genau, ein ganzes Stück. Ein paar Fragen hin, ein paar Antworten her, ein paar Flüche, verfluchte Scheiße. Ja, sie hat einen Stecker im Ohr. Ja, sie ist gezeichnet. Wir werden sie wiederfinden. Es war, mit einem Wort, ein lausiger Tag. Das Unwetter, die verlorene Kuh, einer jener Tage, an denen das Leben grau ist. Das Leben des Viehtreibers ist nicht angenehm, denn niemand will heutzutage diese Arbeit noch tun. Es ist ein hartes Leben. Wir sind daran gewöhnt. Es geht uns nicht schlecht dabei. Aber junge Leute findet man nicht mehr für die Transhumanzier. Wenn die das sehen, sind die gleich wieder weg. Angefangen habe ich mit Schafen. Wir marschierten in den Bergen hinter Guadalupe. 18 Tage dauerte die Reise, als ich das erste Mal mit der Herde zog und seitdem jedes Jahr von Neuem. Nur einmal, in dem Jahr beim Militär, war ich nicht dabei. Ich bin jetzt 43 Jahre alt. Beim ersten Mal war ich 13. Ich ziehe also seit 30 Jahren mit. Zu ihrem Job sind sie gekommen, weil es Vieh zu treiben gab. Keine Wahl, keine Entscheidungen. Wie mag das vor 500 Jahren gewesen sein, als die Gerüchte zu ihnen kamen von den sagenhaften, wundervollen Entdeckungen der neuen paradiesischen Länder, wo alles im Überfluss war. Gold und Gewürze, Sirenen und Amazonen, friedliche Wilde, nackt, man stelle es sich vor, wie Gott sie erschaffen hatte, Männer und Frauen. Es wäre schon gut, aber für einen verheirateten Mann ist es sehr hart, wenn er seine Familie monatelang nicht sehen kann. Schwieriger als für einen Ledigen. Denn da sind die Frau und die Kinder. Für den Ledigen ist das einfach. Der ist frei, denke ich mir. Die Hirne kochen. Mir ist alles egal. Mir ist alles völlig scheißegal. Ich gehe. Nichts zu verlieren, aber alles zu gewinnen. Und das mit dem Segen der Kirche. Nachdem die Mauren besiegt, die Juden des Landes verwiesen waren, lebte der Geist der Kreuzzüge wieder auf in der Eroberung Amerikas. Die Jungfrau von Guadalupe, sie ist die Schutzpatronin der hispanischen Gemeinschaft. Sie trägt heute die prächtige Krone, die sie 1928 erhielt. Wer will, kann näher treten und das heilige Bildnis küssen. Die Jungfrau von Guadalupe ist seit der Entdeckung zentrale Gestalt Amerikas, die erste Heilige der neuen Welt. Schon Kolumbus hat sein Unternehmen unter ihren Schutz gestellt. Und die mexikanischen Indios identifizierten La Morena, wie sie wegen des nachgedunkelten Holzes genannt wird, mit einer eigenen Gottheit, Tonantzin. Es ist heiß und quälend eng. Seit den frühen Morgenstunden drängen die Menschen in den Kreuzgang des Klosters. Tausende von Pilgern wollen an diesem 8. September, dem Tag der Schutzpatronin, der Heiligen, möglichst nahe kommen. Tres meses de invierno, nueve de infierno. 3 Monate Winter, 9 Monate Hölle, sagt man in der Extremadura. Dies hier ist mindestens ein Fegefeuer, ein selbst auferlegtes. Los que estáis aquí en este templo.
Draußen, welcher Kontrast. Die Caballeros, hoch zu Ross. Der große Brunnen stand früher in der Basilika. In ihm ließ Kolumbus einst zwei indianische Diener, die er als Vorzeigeexemplare von der großen Reise mitgebracht hatte, auf die Namen Cristobal und Pedro taufen. Das Bild des christlichen Ritters, und sei es als Karikatur, es hält sich hartnäckig. Arbeit schändet, heißt es für die Noblen. Und die weniger Begüterten haben nur einen Wunsch: so zu leben wie die. Auch deshalb ging man nach Amerika. Und so brachen sie auf. Es waren Männer wie Kiko und Daisy, die meisten von ihnen. Kaum des Lesens und des Schreibens mächtig. Aber selbstbewusst, hart und unerschrocken. Sie konnten mit Pferden umgehen und mit Waffen. Das hatten die fast 800 Jahre Krieg gegen die Moros sie gelehrt. Zu verlieren hatten sie nichts. Der Wunsch, ein miserables Leben hinter sich zu lassen, der Traum vom Reichtum, das alles sind Erklärungen. Aber es bleiben viele Fragen. Waren sie tollkühne Abenteurer oder gottesfürchtige Untertanen ihrer Majestäten? Oder suchten sie nur, wie die Schweine nach dem Gold, so wie die Azteken ihnen nachsagten? Einhundert Jahre nach der Entdeckung beschrieb Cervantes einen Auswanderer der Extremadura. Wie viele lockere Burschen wollte er nach Indien gehen, dem Zufluchtsort und Schutz aller verzweifelten Spanier, der Kirche betrügerischer Bankrottierer, der Freistadt der Mörder, dem Hehl- und Deckmantel der Spieler, der Lockspeise frecher Weiber. Ja, die Verlockungen waren gewaltig. Gold und mehr Gold. Die sinnlichen und willigen Frauen. Ehre und Encomiendas, das heißt riesige Landgüter. Und dann die Sklaven, die die Arbeit für einen erledigten. Endlich ein Leben als Caballero, Adelstitel und das geheimnisvolle Eldorado. Und der Jungbrunnen, der so viel Kraft verlieh, dass man eine Armee von Amazonen schwängern konnte. Vieles nahm man mit aus der Heimat, vor allem die Heiligen und die Feste. Der Marsch des Christentums mit Schwert und Kreuz war unaufhaltsam in der neuen Welt. An erster Stelle mit Hilfe des heiligen Santiago Matamoros, dem Maurentöter. Jetzt wurde er zum Indiotöter, zum Mata-Indios. Auf schwarzem Ross ritt er vor ihnen in die Schlacht, streute den Ungläubigen Sand in die Augen. Aber auch der heilige Sebastian, den die Tiere so liebten, dass sie ihn nicht zerfleischen wollten, wird gefeiert. Mit den Carantonias, diesem Rausch von Farben und Masken.
Mit Waffen und Gewehrsalven wird ihm der Weg gebahnt. In der Extremadura bedeuten diese Festlichkeiten aber nur eine kurze Unterbrechung der alltäglichen Plackerei. Man dankt, dass der Heilige Unheil abwendet, die Tiere beschützt, bringt Opfergaben und Huldigungen. Man vergisst darüber die Sorgen um den Lebensunterhalt, die Sonne, die im Sommer wieder die Felder versengen wird. Heute genießt man, heute wird getanzt. Matanza, das große Schlachtfest, findet im November statt und natürlich auf der Straße. Extremadura ist berühmt für seine Schinken und für seine Würste. Und das Sprichwort tut kund, für jedes Schwein kommt einmal der Martinstag, das heißt sein Ende. Der Schlachttag wird zum Familienereignis. Alle helfen mit. Verständlich, denn von einem Schwein mussten und müssen viele Familien den ganzen Winter überleben. Alles wird verwertet. Der Hunger ist wohl bekannt in der Extremadura. Vor 500 Jahren war er allgegenwärtig. Da konnte man nur von dem Schlaraffenland träumen, das Pizarro gefunden hatte. Jauja. Ja, in diesem Dorf in den peruanischen Anden, in Jauja, fielen einem die Schlackwürste in den offenen Mund. Daheim gab es sie nur zu Weihnachten und zu Ostern. Selbst für die katholischen Könige löste das Gold aus Peru alle finanziellen Probleme. Und die Schiffe mit dem Bauch voller Schätze wurden immer sehnlichst erwartet. Sollte man daher sein Glück nicht doch besser woanders versuchen? Eine verständliche Frage heute wie damals, denn die Härte der Extremadura kennt keinen Kompromiss. Das erklärt, warum die Liste der Auswanderer dieser Region so beeindruckend lang ist. Man darf ohne zu übertreiben behaupten, dass die Entdeckung und die Eroberung Amerikas von 1493 bis 1550 zum größten Teil von den Menschen dieser extrem harten Region geleistet wurde. Vor allem, sie waren es, die sich einmal drüben durchgesetzt haben, oft im Wege des Ungehorsams oder der Meuterei. Den Aztekenkaiser Moctezuma besiegt zu haben, dieser Ruhm gebührt Hernán Cortés. Gebildetster unter den Konquistadoren, hielt seine Heldentaten in eloquenten Briefen an Kaiser Karl V. fest. Für Heinrich Heine dennoch nur ein Räuberhauptmann. Ein riesiges Reich, vielfach größer als das Mutterland, eroberte er in weniger als 9 Monaten, mit einer Handvoll Männern nur, mit List, Betrug, Brutalität. Bei der Beschreibung von Mexiko Teotihuacan gerät Cortés in Schwärmen. Mächtiger und schöner als alles, was man je gesehen hat. Pedro de Alvarado, Statthalter des Cortés in Mexiko, zieht nach Guatemala. Rücksichtslos verwüstet er das Land, vernichtet er die Kultur der Mayas. Vasco Núñez de Balboa entdeckt nach Durchquerung des Isthmus von Panama das Meer des Südens, den Pazifik. Hernando de Soto kämpft in Panama, Nicaragua, in Peru. Später gelangt er an den Mississippi, genannt Rio Grande, an dessen Ufern er stirbt. Francisco Pizarro erobert Peru mit beispielloser Härte. Als der Inka-Herrscher Atahualpa behauptet, die Bibel spreche nicht zu ihm, lässt Analphabet Pizarro ihn hinrichten. Die Brutalität der Feldzüge ist mit Zahlen belegt. Im Jahr 1500 lebten etwa 80 Millionen Menschen in Amerika. Mitte des 16. Jahrhunderts sind es nur noch 10 Millionen. Dezimiert durch Massaker,
hingerafft als ausgebeutete Arbeitskräfte und von eingeschleppten Krankheiten. In weniger als 5 Jahrzehnten ist der Subkontinent von Mexiko im Norden bis Chile im Süden in der Hand der spanischen Krone. Vamos con el Padre Nuestro y como siempre, señores, viva España y el Rey. Viva. Padre Nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venganos el trueno, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Dios te salve María, llena de gracia, Señor es contigo, bendita tú eres de todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Unser täglich Land gib uns heute. Nichts konnte sie aufhalten. Wie besessen zogen sie durch Amerika, eroberten immer neues Land. Nicht, um es zu bebauen, nein, um es zu besitzen. Wer auf sich hält, hat Land. In Amerika wie in der Heimat. Die Caballeros gehen auf die Jagd. Dazu sind die weiten Besitzungen bestens geeignet. Und auch die neuen feinen Herren, vor allem die Bankiers, erstreben Landbesitz. Wie sie sich ähneln, die Caballeros von damals und die von heute. So schließt sich wieder ein Kreis. Die Treiber, für einige der 40.000 Arbeits- und landlosen Bauern der Extremadura, ein Gelegenheitsjob. Die Hunde, sie waren der Schrecken der Indios. Ausgewachsen sind sie wild, wie Unholde. Immer keuchend, immer mit heraushängender Zunge. So berichteten die Mexikaner. Es gab den furchteinflößenden Becerillo, der gute von schlechten Indios unterscheiden konnte und auf Befehl tötete. 10 Spanier mit Becerillo waren gefürchteter als 100 ohne ihn. Der Hund erhielt so viel Beute wie ein Bogenschütze. Die Jagd in der Extremadura, in dieser weiten Landschaft, das ist die Passion der Caballeros. Die andere sind die Waffen, Rüstungen, Feuerwaffen. Wie überlegen waren sie doch, die fremden Eindringlinge. Und wie geil, sie machten Jagd auch auf die Frauen, die sich vor Angst versteckten. Nichts half. Wurden sie gefunden, wurden sie vergewaltigt, geschwängert. Aus Yucatan berichtete der Bischof von Landa. Eine Indier, die ihrem Mann die Treue halten wollte, wurde auf Befehl der Spanier von Hunden zu Tode gehetzt. Leoncillo, der Hund von Núñez de Balboa, erwarb viel Gold und Sklaven für seinen Herrn. Die Jäger scheinen's zufrieden. Ein guter Tag. Die Extremadura ist ein bitterarmes Land, aber ihre Jagdgründe sind vorzüglich. Jetzt wird die Beute besichtigt. 30 Wildschweine, Weidmanns Dank. An dem Fleisch besteht offenbar kein Interesse. Für sie sind Schweine Trophäen, nicht für die Küche bestimmt. Das Zerlegen gehört noch zum Ritual. Da schaut man zu. Die Arbeit machen die anderen. Wie die Fleischer in Metzgerläden Ochsen- und Hammelfleisch in Stücke zerlegen, so rissen die Spanier vielen Wilden wie stumpfem Vieh mit einem Hieb die Glieder ab. Diesem die Hinterbacken, jenem einen Schenkel, einem anderen die Schulter. Das berichtet ein berühmter Chronist, Peter Martyr de Angleria.
Die Jäger fahren wieder zurück zu ihren Geschäften, vor allem nach Madrid. Zurück bleibt das Landgut, das von den Saisonarbeitern bewirtschaftet wird. Die Besitzer prüfen die Erträge. Und viele haben nie einen Fuß auf ihre Güter gesetzt. So zum Beispiel die Herzogin von Alba, deren Güter Cabra Alta und Cabra Baja kürzlich enteignet wurden. Noch immer erinnern sich die Alten, mit welchen Mühen sie den steinigen Boden bearbeitet haben. Hier sitzen sie, die ein Leben lang im Dienste der Herzogin von Alba standen. Eine Veteranenfeier. Hektar ist dieser Besitz groß, aber wenig ertragreich und nur mit dem Mut des Überlebenmüssens zu bezwingen. Schon ihre Eltern waren hier Pächter. Und sie? In der Republik wurden sie zu Eigentümern. Das Land dem, der es bearbeitet, mit dem Hunger im Bauch, unter der unbarmherzigen Sonne, mit dem Mut der Verzweiflung. Dann kam das Franco-Regime und wir mussten etwas unterschreiben, was wir nicht lesen konnten. Urkunden über unseren Besitz sollten es sein. Man hat uns betrogen. Jetzt waren wir wieder Tagelöhner und sie wollten sogar die Milch von unseren beiden Ziegen haben. Was wir hier brauchen, sind Taten, keine Worte. Worte betrügen, werden vom Wind verweht. Betrogen haben uns die Richter und die Advokaten. Jetzt haben ihnen die Sozialisten das Land zurückgegeben. Genießen werden vielleicht Jüngere, aber die Erträge der sauren Wiesen reichen nicht weit. Sehen Sie mal, von der Sierra dort hinten. Man sieht wenig wegen des Nebels. Vom Rande dieser Sierra bis hierher. Das ist unser Land. Las Hurdes im Norden der Extremadura, eine der ärmsten Gegenden Spaniens. Luis Buñuel hat hier einen Dokumentarfilm gedreht, der traurige Berühmtheit erlangte. Unter Franco war er strikt verboten. Die Zeit scheint still zu stehen. Hauptprodukt, um nicht zu sagen einziges Produkt der Region, die Olive, die dem Dorf ja auch den Namen gegeben hat. Die Mühle läuft seit über 60 Jahren an dieser Stelle mit demselben Motorradmotor aus dem Bürgerkrieg. Ein Familienbetrieb in der vierten Generation. Hernando, heute der Müller von Aceitunia, erinnert sich, dass schon sein Großvater darüber nachgedacht hat, einfach zuzumachen und wegzugehen. Jetzt jedenfalls ist es zu spät und eine nächste Generation wird es nicht geben. Gold, dieser Chimäre haben alle Entdecker und Eroberer nachgehangen. Kolumbus spricht bereits am 13. Oktober 1492, einen Tag nach der Entdeckung Amerikas, in seinem Tagebuch davon. Und mit teuflischer Besessenheit wird das Wort nun in allen seinen Schriften wiederkehren. Cortés und Pizarro haben das begehrte Metall in unvorstellbaren Mengen gefunden. Die Indios konnten diese Gier nicht begreifen. Über das Gold freuten sich die Spanier sehr. Sie griffen nach dem Gold wie Affen, denn sie hungerten nach Gold. Sie suchten das Gold wie Schweine. Nach dem Fall Cuscos zählt der Chronist Francisco de Jerez die Beute auf. 200 Lasten Gold und 2 Lasten Silber. An Gold allein ungefähr 130 Zentner. Hier ist das Gold aus Las Indias sicher nie gelandet. Die Männer aus der Extremadura, diesem vergessenen Winkel Spaniens, waren hart und verzweifelt genug, das Abenteuer mit ungewissem Ausgang zu wagen.
Viele haben irgendwo bei einem der Eroberungszüge in der neuen Welt das Leben gelassen. Namenlos. Nur ganz wenige sind als gemachte Männer zurückgekommen. Zurückgeblieben sind, zurückbleiben auch heute, die Alten und die Frauen. Einmal die Woche, am Mittwoch gegen Mittag, ist, wer kann, vor der Haustür. Juan Cabeza de Vaca schreibt aus Mexiko am 15.03.1527. In diesem Land kennt man keinen Hunger, denn hier erntet man zweimal im Jahr Weizen und Mais. Und es gibt das ganze Obst aus Kastilien und noch viele andere Früchte. Juan de Córdoba schreibt seiner Frau aus Cartagena. Kauf einen Neger in Sevilla und dazu eine Negerin. Das ist das Beste, was du mitbringen kannst. Denn dort kostet ein Sklave 50 Dukaten und dazu 16 für die Lizenz. Und hier 350 oder 400 Pesos. Diego Diaz Galeano schreibt: In spanischen Landen könnt ihr nie aufsteigen, immer nur dienen. Und wer keinen Beruf hat, noch lesen und schreiben kann, dem bleibt ja nur Lakai oder Eselstreiber zu sein. Aber bei uns, auch wenn man nichts gelernt hat, gibt es immer genug zu essen. Und im Jahr verdient man noch 100 Pesos. Heute sind die Worte andere. Die Nachricht jedoch ist geblieben. Ob Amable, 26, der jüngste der Trashumantes aus der Extremadura, solchen Verlockungen widerstehen wird,